Moin, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Im letzten Part waren wir so erfolgreich, dass wir alles mit Glück, alles pur freigeschaltet haben. Nein, Spaß, wir hatten so viel Glück gehabt, es war wirklich kaum zu fassen, wie wir das jetzt hinbekommen hatten. Ich sag mal so, alles ging wirklich positiv und wir konnten jedes Event problemlos schaffen. So, dann fahren wir mal Elimination. Wir hatten ja schon den letzten Part freigeschaltet. Ich glaube, das war wieder den Tuned R180 Stil oder beziehungsweise den Lamborghini fahren. Das sieht auch so wie ein Lamborghini aus. Ja, und der letzte Part war auf jeden Fall sehr aufregend. Und einer der besten Parts aller Zeiten. Das läuft alles nach Plan und es hat kaum noch Probleme verursacht. So. Okay. Wow. So, macht mal einer von euch. Oh, das war schnell. Ich wollte jetzt gerade sagen, macht mal einer von euch den Takedown. Dann. Ja klar, der wollte über mich springen, natürlich. Ah, Traffic Check, danke. Ja, nochmal Traffic Check. Dankeschön, da habe ich jetzt mehr Nitros. Einsetzen. Boah, ich sehe. Boah, so knapp, ich sehe wirklich gar nichts. Also jetzt gerade, das war jetzt wirklich sehr komisch. Oh ja, natürlich. Oh. Das war richtig knapp. Das war ähnlich so im letzten Pass, war richtig ein bisschen schon knapp. Alter. Mal, oh, der hat gebremst. So, das war jetzt auf jeden Fall sehr intelligent von der KI. Der wusste, dass ich ihn weg zerstören kann. Wow. So, vierter Platz ist jetzt noch Podiumsplatzierung übrig. Muss ich jetzt nur noch durchhalten. Wow. Auf, kommst du? Oh ja, natürlich, du bist Erster, ne? Nicht mal in deinen Träumen. Hahaha, Traffic Check. So, der Drittplatzierte ist eliminiert worden. Das ist wirklich gut. Und das möchte ich gerne haben. Wow. Halt, wow. Ich muss noch wegschütten schnell, bevor ich. Ja, natürlich. Nee, ich würde auf jeden Fall Erster bleiben. Bei Elimination und Rennen würde ich natürlich Erster bleiben. Da will ich niemals Silber schaffen. Ja, natürlich, erstmal einen Unfall verursachen. Das ist auf jeden Fall typisch Burnout-Logik. Hier immer wieder Autos platzieren, die irgendwie nicht gehen. Das tut mir leid, Leute, aber das muss ich immer machen. So, weg mit dir. Ich bin sehr wütend, weil ihr mich. Weil ihr mal beim ersten Versuch mich auf die Nerven gegangen seid, mache ich euch mal ein bisschen das Leben zur Hölle. Oder zumindest denke ich das. Leben zur Hölle. Für jemanden ist man das eher schwer als man dachte. Ja, natürlich. Komm. Da sich zu quetschen ist nicht wirklich eine richtige Option, ne? Ach, nö. Vierter! Was ist denn los mit der Elimination, Alter? Die werden immer knackiger und schwerer. So, der hat einen Tick und kassiert sie. So. So, jetzt
bin ich erst. Boah, wo. Ja, Alter, Autoscooter vom Feinsten, sag ich nur. So. Ja, passt doch ganz ehrlich für die. Der geht mir voll auf die Nerven. Da gibt es jetzt wie eine Fliege rumzoomen. So. Hast du auch verdient. So, hast du auch verdient. Podiumsplatzierung ist auf jeden Fall drin. Ja, und das war auch wieder mal typisch. Okay, ich muss jetzt schnell Abstand aufbauen, weil das ist typisch Burnout-Logik. Wir bauen richtig viele Autos an verschiedenen Stellen, wo der Spieler natürlich verlieren könnte. Ja, Revenge ist auch so ein Spiel, das ich auf jeden Fall richtig auf die Palme bringen möchte. Ja, diesmal aber nicht, diesmal hat es nicht geklappt. Puh, das zählt! Was für ein Glück, das hat wirklich gezählt. Oha. 31 Sterne bis zum nächsten Rang. Das hat wirklich gezählt. Respekt. Respekt, sag ich nur. Respekt. So. Mal gucken, was haben wir denn hier auf Crash? Nehmen wir mal nicht. Mal hier. Was haben wir hier? Burning Lab. Okay, was wir hier machen? Wir haben den Criterion R205 GT. Oder wie ich das besser sagen möchte, der umgebaute Honda NSX in McLaren-Format. Das soll auch noch ein McLaren F1 darstellen. Ja, ich habe mich auch gewundert, wie die das vom Design sogar hinbekommen haben. Na egal, Zeitfahren ist völlig egal. Das ist selber auch dann ein bisschen umgebaut lassen. Mit bisschen Lotus. Wow. Ja, die Abkürzung nehme ich nicht, weil ich weiß ja selber, wie schlecht die Abkürzung ist. Check. Das war eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Awesome Drift, ja, es geht. Ja. Ist das eine gute Idee, hier zu fahren? So, hier durch den alten Markt. Da ist sowieso eh langweiliger Ausverkauf, also warum soll ich da überhaupt viel durchgucken? Schnuppern! Wow. Boah, Alter. Die Drift ist aber auch ein bisschen lässig hier durchzudriften. Lässiger Drift. Aus dem Weg. So. Du bist mir aus dem Weg. Du auch. Puh. Die Abkürzung nehme ich nicht, weil ich weiß ja selber, es kann zu einem katastrophalen Unfall passieren und der auf jeden Fall gar keine gute Idee ist, weil man immer wieder mal versucht. Ja, nee, ich gebe mir meine Mühe und die sieht, das ist nicht machbar. Schade. Ja, und vor allem auch wegen diesem Unfall brauche ich auch nichts an Silber zu denken. Ja, schön, ich fliege in der Luft.
würde ich eher lieber schneller fahren als das. Das habe ich überhaupt gar nicht hinbekommen. Neues Event verfügbar, das ist ja schön. Cool. Nur 27 Sterne. So. Drei neue Events verfügbar. Was haben wir hier? Crashback, Long River, also ein Rennen. Road Rage und Crash. Komm, lass mal Road Rage machen. Haben wir schon seit langem nicht mehr gemacht. Ja, komm, zermischte gerne der Trapper. Mir hat uns das letzten Part auf jeden Fall ordentliches gefallen. Es hat uns wirklich viel gefallen, im letzten Part viele Leute zu crushen und ihnen zu zeigen, wo der Hammer hängt. So. 15 Takedowns. Das ist machbar. Hat den letzten Part mehr geschafft als 15. Ah, wieder in Europa. Wow! Toll, hast du die Wand mitgenommen. Es ist wirklich schön, wie das gemacht hat. So, wo sind die Gegner? Da. Die Gegner kann ich auch mal keinen Bock hat zu arbeiten. Schön. Keine Takedowns. Das fängt ja gut an. Ach komm, Neustart. Wir haben wenig Zeit, also bis ich jetzt die zwei kriege, das ist schon bereits zu Ende, habe ich schon direkt verloren. Fängt ja gut an heute. Wir haben richtig mäßig Erfolg heute, das ist auch gar nicht gut. Also wenn ich das mit dem letzten Part vergleiche, da hatten wir alles gut hinbekommen und jetzt hier versauen wir das Ganze wieder. Aber ich habe ja schon bereits gesagt, das Spiel wird auch schwer. Und cool. Und schnell. So, tut mir einen Gefallen und... Die zerstören sich voll mit Absicht. So, hier hast du es wieder. Wow. Danke, dass du mir in den... War es ein Lieferwagen oder war es... Ach, egal. So, weg bist du. Das hat nicht gezählt als Takedown? Ich bin irgendwie enttäuscht. Wow. Ich bin irgendwie enttäuscht. Was passiert? So, Takedown. So, weg. Ich sagte weg. Zwei Takedowns damit. Und ich fahre im Gegenverkehr. Bin ja auch richtig schlau unterwegs. Warte, wie schlimm. Wie schwer wird die ganzen. Events denn werden, Alter. Nee, es funktioniert gar. Ja, toll. Ich habe gar nichts geschafft. Ich war Bronze. Nee. Ja, das ist ja eine Enttäuschung. Ich habe nur 4 Takedowns insgesamt geschafft. Das ist ja wirklich eine Enttäuschung. Aber was ist denn hier los, Alter? Der letzte Part lief so geschmeidig und jetzt auf einmal ist es total hingerotzt, Alter. Vielleicht soll ich mal ein bisschen langsamer fahren, weil die ganzen Gegner sind auch nicht gerade sehr intelligent dafür gewesen. So, geh doch immer. So, hast du endlich mal. So, der nächste. Das war ein Bus. So, der nächste. Und das Spiel meinte, ja, es leitet mich hier hin. Okay, wenigstens habe ich beim. Wrack, was mitgenommen. Und ich bin jetzt hier eine. So, der nächste. Ihr seht, ich mach alles Mögliche, damit ich einen Takedown kriege für diese Gegner. So, der nächste. So, so, Bronze habe ich wenigstens bekommen. Komm. Zeit wenigstens erhöht. Komm. Das ist wirklich lächerlich jetzt gerade so. Das zählt ernsthaft.
nicht zur Wut, weil das ist jetzt... Alter, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Idiotisches machen hier immer Spaß, aber diesmal klappt es irgendwie gar nicht. Was ist denn hier los? Das ist alles tote Hose. So. So, Silber. Ich will nicht... Der schiebt mich jedes Mal eine Abkürzung an. So, der nächste. So. Traffic Check. So, Traffic Check. Ich hab jemanden getickt, ernsthaft. Muss noch rein, damit ich... Okay, jetzt habe ich es. Gut. Jetzt geht es wieder. Alter, was ist denn los? Also voll der Wurm los. Hier. Ich krieg nicht mal... ich krieg noch nicht... Boah. Das war jetzt wirklich... So, Traffic Check. Boah, ich krieg nicht mal... Hier ist wirklich Camouflage schlecht hin, Alter. Der nächste. Wow. So, der nächste. Time's up. Ja, gut. Ich hab's wenigstens jetzt geschafft. Das war vorher. Ich verstehe nicht, was da heute abläuft. Warum ist das so schwer geworden? Neues Event verfügbar. Ist ja schön. Ja, warum ist es schwer geworden? Natürlich steigt er immer wieder hoch. Kein Wunder. Boah, bin ich intelligent, ne? Machen wir mal den Crash-Modus. So. Okay, lass mal gucken. Komm, machen wir, Roamraker. Machen wir den Crash-Modus mal kurz. So. 2,5 Millionen. Busse. Ah, okay, ich muss hier springen. Okay. Hoffe ich, dass das nicht so windig. Hab ich ja gesehen, dass der einen zerstören möchte. Okay. Das wird knapp. Lass mal ihn nehmen. Hat ja gut geklappt. Hat hier richtig gut geklappt. Die ganzen italienischen Autos und die ganzen Michigan Fiat. Hier ist das Bronze. Silber. Jetzt habe ich Gold geschafft. Oh, selbst das Zielfahrzeug habe ich erwischt. Cool. Habe ich auf einmal Gold geschafft. Das war auf jeden Fall schön anzusehen. 3,3 Millionen. Neues Event, neue Crash High Score. Cool. Ja, das läuft auf jeden Fall. Das läuft auf jeden Fall richtig. Das ist auf jeden Fall gut.
So. Haben wir hier ein Event? Ja, Traffic Attack. Okay, machen wir mal. Haben wir schon seit langem nicht mal gemacht. Uns fehlen uns wirklich ein paar Fahrzeuge. Komm, was wir wieder hinbauen mit den 100 SX. Ah. Ist alles eine Katastrophe jetzt hier alles gewesen. Also heute ist wirklich der Part nicht gerade der beste gewesen. Also der letzte Part war auf jeden Fall cool. Dieser Part ist eine Katastrophe. 57.000. Ah, weil es hier ein bisschen seltene Autos gibt. Okay, ist ein bisschen schwerer. Schneller. Ein paar Autos. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm, nicht crashen. Ich hab wenig. Bronze habe ich wenigstens erreicht. Es war auch nicht gerade schwer, Bronze zu erreichen, aber. Jetzt habe ich Silber erreicht. Ich muss jetzt mit so Gold. Ja, das ist der Gegenverkehr. Ich sehe das auch. Ich hab viele Punkte verloren dadurch. Und das war ein LKW, den konnte ich nicht mitnehmen. Einiges schwerer. Ach, ich habe ihn nicht getroffen. Nein! Nein! Nicht mehr viel, bis ich Gold erreiche. Jetzt habe ich Gold erreicht. Okay, gut. Die ganzen Verkehrsfahrzeuge gehen mir voll auf den Senkel. Ja, du auch. Du gehst mir auch voll auf den Senkel, Alter. Wow. Das ist denn nicht aber ein richtig gutes Skill, Alter. Ist das so? Reicht das? Wir haben es auf jeden Fall sehr gut erreicht heute. Ist auf jeden Fall ein guter Move, sag ich mal so, um Stress abzubauen. Aber man muss aber auch Glück haben, dass man viele Autos findet.
Okay, wir beenden das jetzt mal kurz. Cool, da haben wir auch ihre ordentliche Werte erreicht. Neues Event, neues Ort verfügbar. Die Rennen werden auf jeden Fall immer schwerer. Das ist auf jeden Fall klar. Die Rennen werden immer schwerer. Das ist doch auf jeden Fall klar. Modified M-Type DX. Cool, da haben wir auch mal den Chrysler Kopie wieder. Na, das ist ja cool. Okay. Ah, 50 Fahrzeuge in einem Traffic Attack zerstört. Cool. Also eine Trophäe mag ich. Was geht? Haben wir hier Eliminator? Ne, Eliminator haben wir genug. Crashback Race oder Long Reverse Race. Komm, lass mal einfach dieses Rennen machen. Und wie gut eignet sich. Der schlägt mir egal. Komm, wir nehmen ihn einfach. Haben wir zu lange nicht mehr gefahren. Okay. Einfach erster werden. Das ist das Simpelste, was man niemals machen würde. Was will der sich denn denken? Er denkt automatisch, dass er jetzt auf einmal abhauen möchte. Wo bist du denn? Ah, ich werf dich jetzt mit Autos herum. So, weg mit dir. Was denn da? Boah, Alter, was hab ich denn da mitgenommen, Alter? So, das war's. So, das war's auch mit dir. Das Rennen ist doch immer cool. Alter, wie viele tickt uns denn noch? Als ob der überhaupt mir was anhaben kann. So, ich werde mal schön glücklich Erster werden. Tja, Leute, man sieht sich. Hasta la vista. Die Panieros. Oh, der hat die Abkürzung mitgenommen. So. Instant Revenge. Habt ihr was dagegen? Zerstöre ich euch offenbar. Oh, das war richtig knapp. Ich hatte es fast nicht erwartet. Fast ab. Nein, ich hab's nicht hinbekommen. Schade. Und ich habe mein Nitro nicht mehr. Das ist gar nicht gut. TikTok. Ich dachte mir die ganze Zeit, zählt das überhaupt als TikTok? Das ist so ein bisschen geschleift und ja, zählt das. So. Raus! Sind alle gefeuert, Alter! Ich freue mich alle raus wie Patronen. So, Traffic Check zerstört. Ah, der will also Erster sein. Oh, das ist ja schade. Ah, hast du dafür bekommen? Leg dich nicht mit mir an, Alter. Ich habe scharfe Waffen dabei. Die sind so scharf, gefährlich. Dass selbst die. Wow, warum ist der. Das ist dein Ernst, oder? Wenn ich jetzt hier zwei.
Nö, 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 nö. Die wollen das Rennen gewinnen, nur wegen, weil ich jetzt... So, Takedown. Ich dachte mir schon ganz, oh, der ist aber richtig ordentlich weggeflogen. Wow. Boah, das Rennen ist auf jeden Fall sehr chaotisch gewesen. Nein, nein, wenn der erste wird. Dann schlage ich das Spiel wirklich. Das ist jetzt wirklich. Nö, 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 ja klar. Was ist denn hier? Takt auf die Tür oder was? Ach komm, was ist das? Wenn der erste wird, das ist doch lächerlich. Ach nö. Ach, die Rennen werden wirklich schwer. Das ist doch. Also, ich sag mal so. Das Rennen auf jeden Fall schön, nur ich möchte gerne Erster sein. Das ist einfach so. Rennen, Road Rages und so, solche Events, Eliminator und so, das möchte ich gerne erst immer. Bei Zeitfahren ist mir völlig egal, da kann ich von mir aus Letzter sein. Aber beim Zerstörungsmodus, aber bei Rennen und so, nö. Das nehme ich nicht hin. Die Rennen werden auf jeden Fall schwerer. Traffic Check, jetzt gerade mal gut. Okay, soll ich das auf die harte Tour haben, ne? Oh, 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 oh. Oh, danke Spiel. Ja, da, zurück zieht das nicht als Crash, aber es ist ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt ganz ehrlich sagen muss. Gegangen, so ganz der Haufen ist geflogen. Alter, das Rennen ist ja wirklich schon. So, Payback. Alter, ich sehe gar nichts. Das ist alles nur Zerstörung, Karosserien und so. Das ist auch Gründe, warum das Spiel immer noch eine kleine Bliebzeit hat. Im Auto. Hä, was hab ich denn? Ich hab den Weiß noch gar nicht berührt. Na egal. Zeichen. Okay, Zeichen out. Takedown. Was war knapp? Das ist jetzt echt darum. Das wäre echt geteamt, Alter. Wow! Kommt hier noch einmal. Ah, das sieht das aus. Erste Runde schon gut, ja? Das Auto mitgenommen. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Alter, die Gegner. Ja, gut, ich habe ja schon gesagt, dass die Gegner aber auch schwerer werden. Das Spiel wird auch schwer. Was willst du denn damit anrichten? Ne?
Okay, wir waren die ganze Zeit mit Nitro bespückt. Jetzt sind wir ohne Nitro. Das ist ja jammer schade. Jetzt sind wir wieder doch mit Nitro. Jetzt nicht mehr. Ja, habe ich schon mal gesagt, dass das Rennen auf jeden Fall rückwärts ist. Hör mal, die Nitros zu klauen, Alter. War das gut oder nee, ist das schlecht? Er hat mich überholt. Hör auf diesen Trick zu machen. Du hast mich richtig gut hinbekommen zu verwirren, Alter. Was? Wie? Hat er mich tatsächlich in letzter Sekunde auf einmal hinbekommen? Ach nee, okay, das werde ich offline für euch machen, okay? Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part. Alter, aber der hat mich wirklich. Der hat es wirklich hinbekommen, mich währenddessen zu überholen, Alter. Alter! Ja klar, übertreib mal. Ja klar, wir haben die Factory R175 RX bekommen. Oder wie man das besser sagt, ein Ferrari Lotus Jaguar Verschnitt. Awarded for getting double payback. Cool. Wieder die Collage. Schön. Achso, weil ich zweimal Revenge Takedown in diesem Part gemacht habe. So. Cool. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Also, tschüss.